Nach Jahren des Krieges standen die freien Länder der Welt endlich kurz davor, die UdSSR zu besiegen. Doch die sowjetischen Führer entwickelten einen verzweifelten Plan, um sich zu retten. Sie ließen eine experimentelle Zeitmaschine bauen und reisten in der Zeit zurück, um den Mann zu eliminieren, der die Hauptverantwortung für die technologische Überlegenheit der Alliierten trug. Albert Einstein. Sie veränderten die Zukunft dadurch nachhaltig. Auf der neuen Zeitachse waren die Sowjets die Angreifer und die Alliierten auf der Flucht. Allerdings ermöglichten die Sowjets gleichzeitig den Aufstieg einer dritten Weltmacht, des Reichs der aufgehenden Sonne. Unter der Führung von Kaiser Yoshiro hielten sie es für ihre Bestimmung, die Welt zu erobern. Der Angriff der Japaner erfolgte ohne Vorwarnung. Glücklicherweise waren wir nicht völlig unvorbereitet. Wir sammelten unsere Truppen, mobilisierten unsere Streitkräfte und dank des tapferen jungen Commanders blieben wir am Ende siegreich. Moin, liebe Freunde da draußen an dem Bildschirm, liebe Freunde der Strategie, herzlich willkommen erneut zu Let's Play Command and Conquer, aber auch wieder Alarmstufe Rot 3, dieses Mal aber das Add-on, beziehungsweise DLC, der Aufstand. Mit dieser wunderschönen Musik und wahrscheinlich wird mein Mauszeiger nicht aufgenommen, weil ich das mit Lolo aufnehme. Weil ich davon ausgehe, dass auch OBS sich hier anstellen wird. Genauso wie es auch bei Alarmstufe Rot 3 der Fall war. Mehr oder weniger. Ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Wir spielen wieder die Kampagne. Es gibt dieses Mal 4 Kampagnen. Ihr seht schon, die ersten beiden sind noch gar nicht freigeschaltet. Wird erst noch. Absolvieren Sie die erste Mission der sowjetischen Mini-Kampagne. Genau, hier wird schon gesagt, Mini-Kampagne. Die Kampagnen sind also nicht so mega lang. Aber, Freunde, lasst euch von der Länge nicht täuschen. Die sind umso knackiger. Wir fangen an mit den Sowjets, die Armee der Zukunft. Führen Sie die neuen sowjetischen Widerstandstruppen und ihre neuesten improvisierten Waffen in die Schlacht und beseitigen Sie die schreckliche Gefahr, die im Herzen von Mütterchen Russland heranwächst. Dann mal los. Das ist eine gute Frage, danke. Nun, nachdem die sowjetische Regierung entmachtet ist, können wir endlich die Vorteile der freien Marktwirtschaft mit der gesamten Bevölkerung teilen. Die alliierten Besatzungstruppen sind nur vor Ort, um den Umschwung zu unterstützen. Ja, ich meine, es gibt Gerüchte über Widerstandszellen, aber soweit mir bekannt ist, gab es bis jetzt keinerlei Zwischenfälle. Das russische Volk hat uns empfangen mit offenen Armen. Sie haben ihre einstigen Führer gestürzt, die sie ihrer wohlverdienten Freiheit beraubt hatten. Kommandant, es sind dunkle Zeiten, in denen wir leben. Sie haben sich unserer Sache angeschlossen, darüber sind wir sehr froh. Die Menschen können ohne starke Führung nicht gegen die alliierten Unterdrücker aufbegehren. Unsere Widerstandsbewegung ist auf einem guten Weg, aber wir haben ein Problem. Unsere Wissenschaftler, die betraut sind mit der Entwicklung neuer Waffensysteme, sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Unsere Späher entdeckten eine geheime Forschungseinrichtung, die von alliierten Einheiten beschützt wird. Wir müssen dort nach Anhaltspunkten suchen über den Verbleib unserer Wissenschaftler. Sie haben nur wenige Einheiten zur Verfügung. Mehr können wir nicht entbehren. Finden Sie möglichst viel heraus, Kommandant. Udachi. Vielen Dank. Udachi, ja. Wir müssen den Aktivitäten der Alliierten in Rumänien auf den Grund gehen und unsere führenden Wissenschaftler befreien. Als Befehlshaber des Bergungsteams haben sie folgende Befehle. Unseren Informationen zufolge experimentieren die Alliierten mit neuen Technologien. Wir müssen zu unseren Informanten stoßen und uns ihre Unterstützung sichern. Befreien Sie unsere Wissenschaftler, die gegen ihren Willen in der Region festgehalten werden. Bringen Sie die Wissenschaftler unversehrt zum Hafen. Viel Erfolg. Vielen Dank. Also die erste Veränderung ist schon mal, es gibt keine Karte mehr, also kein ganz normales Briefing. Dasha ist die Anführerin des Widerstandes, da ja die sowjetische Führung festgesetzt wurde. Und wir fangen jetzt an. Lange Rede, kurzer Sinn.
mit den Geräuschen von Tiberium Wars. Der Mantel ist schön. Ja, das ist schön, dass der Mantel schön ist. Kommandant, in der Region sind mehrere Aufklärungstrupps stationiert. Hoffentlich bringen Ihre Berichte etwas Licht in das, was die Alliierten versuchen, in die Wege zu leiten. Ich mache Premierminister Sturz. Ja, dann mach das mal. Endlich darf ich kämpfen. Neues Einsatzziel erhalten. Rücke vor. Ja, Rücke vor. Da sind sie. Jetzt. Attacku. Ja. Hat übrigens einen Grund, warum sie weiß uniformiert sind, nicht blau. Werdet ihr gleich noch sehen. Wird schön. Ja, kleine Vorwarnung vorweg. Ich werde wahrscheinlich wie... Molotow-Cocktails können Rekruten in Gebäuden verschanzte Gegner neutralisieren. Extra nochmal ein Schnelltutorial. So schnell ich kann. Falls man das Spiel schon länger nicht mehr gespielt hat. Ja, denn hier werden wir tatsächlich... Eine Einheit wird angegriffen. Ja, super. Hier werden wir sterben, genau. Genau so sieht's aus. Wir müssen erstmal warten, bis das ein bisschen weniger wird. Beziehungsweise können sie sich durchschleichen. Ja, so geht's auch. Sehr gut. Gut gemacht, Genossen. Sehr gut. Wir haben nur einen Genossen verloren. Wahnsinn. Ich weiß übrigens, dass wir bis zu einem gewissen Moment so ein bisschen Verstärkung bekommen werden. Ich muss erstmal überhaupt hier eine Orientierung hier reinkriegen. Es ist ewig her, dass ich Uprising gespielt habe. Wirklich ewig her. Und als ich es gespielt habe, habe ich es auf leicht gespielt. Also es kann sein, dass ich das eine oder andere Mal auf die Schnauze kriegen werde. Eine Einheit wird angegriffen. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend, Freunde. Davon gehe ich mal felsenfest aus. Läuft übrigens parallel, erstes Projekt des 17. Let's Schnackens übrigens, läuft parallel zu Dragon Quest. Dragon Quest kommt ja nachher dann noch raus, zum Zeitpunkt der Aufnahme, beziehungsweise nicht Aufnahme, der Ausstrahlung. Aufgenommen habe ich es ja schon, aber zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Also, das heißt, Command & Conquer kommt um 11 Uhr und um 16 Uhr dann Dragon Quest. Ich hoffe, die Projekte gefallen euch. Da bin ich sehr gespannt, wie sehr sie euch gefallen werden. So, ich würde sagen, unsere Rekruten bilden die Vorderlinie. Ja, Beförderung, ich komme. Schreit doch, wenn du erscheinst. Achso, das war der Typ da drin. Okay. Ich bin hier. Schon gewonnen? Ja, schon gewonnen? Nee, noch nicht. Bisschen... Flak-Trupper fügen feindlichen Fahrzeugen mit ihren Magnetminen schwere Schäden zu. Ja, also man merkt schon, es gibt hier noch so ein kleines Instant-Tutorial. So. Ja, hurra! Dann eben so. Tja, schade. Leute, kannst du nicht umfahren. So ein Scheiß aber auch, Freunde. Das war ja wohl nichts. Ja, ja. Nein, nein. Böse. Aus. Ja, die Athena-Kanone kann auch ein Schild aufbauen. Habe ich beim letzten Mal, beziehungsweise habe ich im Grundspiel eigentlich gar nicht genutzt. Brauchen wir einfach nicht. Okay, das war die Mauer. Die war schnell durchbrochen. Mauern sind ja auch so antiquiert. Ja, ja. Unser Feind bekommt Verstärkung. Wir sollten sie herzlich empfangen. Genau so. Mit Kugeln und mit Geschossen. Geil. Komm schon! Kämpft! Der Premierminister wird stolz sein. Nein. Ja, ist klar.
böse. Ganz, ganz böse. Schon wieder. Okay, Jungs. Einmal die Wodka, die Molotow-Flasche. Oh, Wodka, genau. Die schmeißen doch nicht mit Wodka, den trinken sie doch, ja. Das kann ich. So. Auch geil, eine Waffe, aus der man trinken kann. Was? Beförderung, ich komme. Eine Einheit wird angegriffen. Die einzige Waffe, die einen auch gleichzeitig versorgt. Wisst ihr Bescheid. Okay, Flak Trooper, konzentriert euer Feuer auf das Ding da. Und die Jungs feuern auf die Pionierabteilung. Genau, sie sollen brennen. Der Premierminister wird stolz sein. Der ist in Gefangenschaft. So, und jetzt die Zerstörer. Jawohl. Und jetzt wieder auf Mollys zurück. Nimm mir diese Molly. So, das war die Mauer. Weiter, immer weiter. Keine müde. Was? Ach, oh, von hinten. Verstehe. Solche Ferkel seid ihr also. Ihr seid aber ganz schlimme Jungs. Ich weiß, Lars. Ja. Alles gut. Ich hab gute Laune, lasst mich. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Nein! Oh! Wie mies. Das war mies. Von hinten ein Hund. Das war fies. Aber jetzt müssen wir leider auf die Verstärkung warten. Also man merkt schon, auf Mittel, wir kriegen kräftig auf die Fresse. Auf Leicht bin ich durchmarschiert. Da sieht man, auf Mittel kann man das knicken. Schieß erst den ab. Danke. Auch wenn es wehtut, einen Hund zu erschießen, aber muss man leider machen. Sonst killt er meine Leute. Verstärkung ist unterwegs, Kommandant. Sehr schön. Es ist immer schön, wenn so ein bisschen am gewissen Moment noch Verstärkung eintrudelt. Einmal Verstärkung. Genossen. Flak Trooper, okay. Ja, ich sehe auch gerade, die haben auch alle bis auf zwei erschossen. Was soll ich tun? Nee, nee, nee. Alle bis auf zwei. Ich hätte gerne noch einen Trupp Rekruten. Nicht? Och, Mann, oh. Ich dachte, wenn die schon so schön dabei sind. Einmal auf Mollys umstellen, bitte. Da. So schnell ich kann. Ich mache es. Jungs, was macht ihr da? Sehr gut. Nix da. So, wieder auf Kalaschnikow umstellen. Oder AK-47. Ich weiß nicht, was sie bei sich tragen. Ich glaube Kalaschnikow. Ja, da steht zwar nur Sturmgewehre, aber egal. Passt schon. Da haben wir noch einen Trupp, alte Bekannte. Genau, die Tesla-Trupper. Tesla-Trupper können Fahrzeuge mit Hilfe ihrer IM-Disruptoren deaktivieren. Exactly, mon ami. Ja, Kondensatoren bereit. Ich hab nichts getan. Das ist schön, dass du nichts getan hast. Aber wir speichern mal kurz. Und zwar unter LP-Kampagne Sowjet. Ups. So, Sowjet. Man sollte es auch richtig schreiben. So. Geht's los? Einen werde ich mal vorschicken. Ich bin unschuldig, ehrlich. Kondensatoren bereit. Ja, komm nur, Panzer. Komm, ja, komm nur, komm. Bin komm unterwegs. Komm. Scheiße. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und nein, ich sehe es nicht ein, den einen Soldaten dafür sterben zu lassen. Das sehe ich nicht ein. Geht gleich gut los, ich weiß. Kommt jemand mit? Na komm, Panzer. Sei ein braver Panzer. Fahr schön in meine Falle rein. So muss das sein. So muss es sein. Wieder deaktivieren. Speichern nicht vergessen. Man nennt mich nicht umsonst auch Speicherlars. Vorrücken. Elektroden initiiert. Ja, Elektroden aktiviert.
Elektroden bereit. Oder wie war das damals in Alarmstufe O2? Ja, komm schon. Komm. Komm zu Papa. Hab keine Angst, kleiner Panzer. Ich tu dir nichts. Was? Komm her, kleiner Panzer. Komm her. Lauf in dein Verderben, kleiner Panzer. Hey! Tust du gefälligst das, was ich dir sage? Danke. Brav. Los, Jungs, herkommen. Rekruten, herkommen. Die Panzer sind dahin. Meine Zeit ist abgelaufen. Aber deine auch bald. Ja, konnetschno. So, jetzt müssen wir den in der Mitte erwischen, würde ich sagen. Oder erst den da außen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, genau. Wir nehmen mal einen anderen Tesla-Trooper. Gedöns. Viech. Komm her, Panzer. Tja, Pech gehabt, ne? Flak-Trooper, waltet eures Amtes. Ui, was kommt denn da? Finde ich aber nicht so nett. Habt ihr aber trotzdem gut gelöst. Ja, ja. Gut, damit ist auch die Mitte frei. Ich habe mich schon gefragt, wie wir da durchkommen sollen, aber so geht's natürlich auch. Wenn der Gegner schon freiwillig das Feld räumt, also hallo, da sage ich doch nicht nein zu. So, es sind jetzt also noch 4 Panzer im Spiel, wenn ich das richtig sehe. Okay, dann gucken wir mal. Komm her, kleiner Panzer. Ey. Ich bring die Stromrechnung. Ja, ich bring die Stromrechnung. Ja, ihr Penner. Manu, fahr doch rein. Verstärken, vorrücken. Wo ist der versprochene Proviant? Du Idiot, sollst da reinfahren, Mann. Dann mach ich's eben so. Nee, nee, nee. So. Macht ihn fertig. Kommt jemand mit? Ja, ich glaube, wir haben damit alle Panzer. Schilde aktiviert. Glaube ich, sagte er, und dann kam eine Horde weiterer Panzer dazu. Das wär's. Ja, Freunde, das ist der letzte Teil der Alarmstufe Rot-Teil aktuell. Der Alarmstufe Rot-Teil. Der Alarmstufe Rot-Reihe aktuell. Also von Alarmstufe Rot kam ja danach nichts mehr. Aktuell. Ich glaube, da wird auch erstmal nichts mehr kommen. Außer vielleicht ein weiteres Remastered. Perfekt. Beide geheilt. Sehr gut. Kein Panzer mehr hier? Echt nicht? Okay. Oh, gut, dann nicht. Tja, wenn ich will, der hat schon nicht. Ah, ja, positive. Ja, genau. Positive. So, einmal speichern. Ah, ja. Hier war, glaube ich, auch gleich noch eine lustige Geschichte. Ah, alte Bekannte aus Alarmstufe Rot 2. Die Desolatoren. Schön, Sie kennen jetzt meine Desolator-Truppe. Sie sind Meister der toxischen Kriegsführung. Sie sind nicht unbedingt die anspruchsvollsten unserer Einheiten, aber sie sind ziemlich tödlich. Tödlich ist gut. Sogar sehr gut. Patrouille nähert sich. Irgendwo in Rumänien. Was ist? Neues Einsatzziel erreicht. Ihr werdet leiden. Genau, ihr werdet leiden. Neues Bonusziel erhalten. Transportieren Sie alle Wissenschaftler sicher ab. Ja, mal gucken. Die Alliierten haben mehrere sowjetische Wissenschaftler entführt und zwingen sie für sie zu arbeiten. Schon bitterböse, ne? Finden und befreien sie sie.
Desolator können feindliche Infanterieeinheiten vergiften und sich in Gebäuden verschanzen. Ja, früher haben sie mit radioaktiver Strahlung gearbeitet, jetzt arbeiten sie mit Gift. Das wäre quasi etwas für Dr. Trax aus Generäle Stunde 0. Was soll ich ausrotten? Alles. Einfach alles. Bin unterwegs. Was ist? So. Das Zeug ist schwer. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Diese Sadisten vor den schrecklichen Giften, die sie als Waffe benutzen, ja. Unterwegs. Sadisten im Kampf, ja. Warum auch nicht? Kann man auch mal machen. Jawohl. Na, jawohl. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen gucken. Den hier werden wir uns als letztes holen. Dann werden wir den unvermeidlicherweise als erstes holen. Logischerweise. Dann den hier unten. Dann den da oben. Dann uns den Weg hier wahrscheinlich durcharbeiten müssen. Und dann sehen, dass wir hier irgendwie wegkommen. Irgendwie so wird das wohl laufen. Ich weiß. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Ach so, ja. Wir sind drin, Genossen. War doch klar, dass das Tor sich wieder schließt, oder? Habt ihr was anderes erwartet? Ich finde das übrigens auch geil mit den Burgmauern hier. Finde ich richtig cool gemacht. Gerade so Rumänien, so seine Burgen, ne, und so weiter. Vlad, sag ich nur. Vlad Tepesch, der Pfähler. Was ist? Das Zeug ist schwer. Kennt ihr bestimmt, den von denen habt ihr schon mal gehört. In der Filmwelt ist er eher bekannt als Graf Dracula, der legendäre Vampirgraf. Oh, das bremst sie sogar aus. Das ist schön, dass du es weißt. Zurück auf Gift. Ich hoffe, sie machen keinen Teamschaden. Das wäre ziemlich scheiße. Attacku! So sieht es aus. Hey, ihr! Wodka, Molotow. Rauf da! Macht sie nieder. Nieder mit den Alliierten. Nicht mit den GDIs. Falsches Universum. Sehr gut. Genau, endlich ein echter Kampf. Was willst du denn? Eieieiei. Fährt aber jetzt ganz schweres Geschütz hier aus, wa? Ja, bitte. Während meiner Gefangenschaft habe ich in einer verheerenden neuen Artilleriegranate gearbeitet. Egal, was diese alliierten Hunde planen, es kann nichts Gutes sein. Nein, zweifelsohne nicht. Das würde ich auch sagen. Eine Artilleriegranate ist ja nun nicht gerade dafür da, um irgendwelche friedliichen Sachen zu machen, nicht wahr? War hier nicht irgendwo... Genau, da unten hat er eine Waffenfabrik. Die müssen wir nämlich loswerden. Oder eine Panzerfabrik. Panzerfabrik ist es ja bei den Alliierten. Lass mal das Technologiegebäude ruhig stehen. Das zieht ihm schön Energie ab. Ist übrigens... Ja, ist von dir eine sehr gute Idee, da volles Rohr reinzufahren. Ist eine wahnsinnig gute Idee von dir. Das Zeug ist schwer. Nicht? Im Gegenteil, ist eher eine scheiß Idee. Aber naja, gut. Ja, Mollys, ist richtig. Ja, die mit ihrem blöden Luftkissenboden, ne? Mann. Was macht der da? Erstmal ein heißes Tänzchen, oder was? Verstärkung trifft einen. Echt? Ich kriege immer noch Verstärkung? Ja, weil ich so viele Tesla-Trooper verloren habe wahrscheinlich, hm? So, das war deine Abwehrstellung. Oh. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr bitte als erstes den Hund erledigen? Danke.
Räumen Sie mal den Schrott da weg. Hier kommt eure Medizin. Und unser Gegner braucht auch kein Geld mehr, also zerstört sie. Pestizid ausbringen. Gut, tilgt sie von der Erde. Zerstört sie. Was glotzt ihr so? Da ist ein zweiter Wissenschaftler. Hier kommt eure Medizin. Schon Angst, ich würde hier versauern. Nein, du wirst dich versauern. Langstreckengeschütz zu entwickeln. Wofür weiß ich nicht. Passt auf euch auf, Genossen. Eieieiei, das klingt ja alles gar nicht so geil. Erst diese Artilleriegranate, jetzt höre ich hier was von Langstreckengeschütz. Also, das klingt ja alles gar nicht gut. Was haben die Alliierten schon wieder vor hier? Wollt ihr gleich den nächsten Krieg lostreten? Fandet ihr den so toll, dass ihr gleich den nächsten anfangen wollt? Haben sie sich gedacht, ja, Krieg finden wir geil. Machen wir gleich den nächsten. Gegen wen denn? Ja, ist egal. Gegen alle. Achso, da kann ich noch gar nicht durch. Okay. Nee, scheiße. Muss ich ja wieder halb durch die halbe Map laufen. Super. Dann sollten wir aber unseren Gegner dabei schön ärgern, indem wir ihn nämlich seine Geldquellen vernichten. Dort wächst nichts mehr. Ja, dort wächst nichts mehr. So muss es auch sein. Zerstört seine Geldquellen. Der Gegner braucht kein Geld. Genau so. Und wieder runter. Oder zumindest etwas weniger Geld. Dürfte ihn langsam ausbremsen. Nichts mehr. Ja, weg ist er. Wechselt man erstmal wieder auf Mollys zurück. Ich bringe Tod und Zerstörung. Tod und Zerstörung. Klingt gut. Ich weiß. Die Akkodie steht Ihnen gut. Mache eine Schneise. Sehr schön. Ja, es wird uns noch einiges mehr erwarten in diesem Spiel, in diesem Add-on, in diesem DLC. Auch wenn sich das erstmal so anhört, so nach Motto, so, ja, easy peasy, der marschiert da durch. Da werde ich wahrscheinlich nicht durchmarschieren, das glaube ich nicht. Nee, nee.